Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel und Dungeon Fastgelassen. Dass ich zum Glück gleich totschlagen kann. Wow. Und dem ich Leben entziehen kann. So, Fomium, wie viel baue ich noch? Oh, noch ein Gegner. Edge Badge. Wow. Dieser Sprungattacke kann man zum Glück leicht ausweichen. Dem normalen Angriff eher nicht so leicht. So, Level Up. Aha, sehr gut. Mehr Schaden mit Schwertern oder weniger Damage? Ich würde mal sagen, mehr Schaden mit Schwertern. Vielleicht habe ich nämlich Glück und finde einen Circuit Point bald. Oder in einem Secret. Toughness Fuse, das ist schon mal nicht schlecht. Notes. Note to Loading Bay Workers. Von Alfred Mannheim. Ah, das ist der zweite Mannheim-Brief. Versperrt nicht die Kontrollen mit diesen verdammten Kisten oder anderem Schrott. Ich habe es euch bereits einmal gesagt und ihr habt es trotzdem gemacht. Inspektoren aus der oberen Etage können jederzeit kommen, an jedem Tag. Und ich will nicht meinen Job, ich werde nicht meinen Job verlieren, weil ihr faule Ärsche seid. Alfred Mannheim, Maintenance Foreman, okay. Und early this morning I met Lucy Page on the balcony again. She was so nervous, constantly looking around. As if she was afraid that somebody might have overheard what she was about to whisper to me. Man, what whining! Laura this, Laura that. She's inexperienced. She's neglectful. She's evil. What's wrong with this old hag? Laura is a bright, outstanding scientist. She understands the project's priorities. And unlike some others, she's willing to make sacrifices. Everybody should. Progress can't be stopped. Das sagt hat James Worm, this guy is. I remember him, a young brown nose from a small island imbued with bureau ideology. Still, at least he took a shine to Laura, apparently. Ja, nochmal zur um es nochmal zusammenzufassen. Lucy Page war sozusagen die Stellvertreterin von unserer Frau, also von Laura Reich. Wir sind ja Markus Reich. Und sie hat herausgefunden, dass unsere Frau am Durchdrehen ist und waghalsige Experimente und so macht. Und hat sich ständig an diesen James Quarle gewandt. Und der hat jetzt in diesem dieser Aufnahme gesagt, dass die ständig am Rumweinen ist. Und scheinbar wohl neidisch ist auf unsere Frau. Wobei er einfach wohl nicht kapiert hat, dass unsere Frau verrückt ist. Nebenbei, ich muss mal kurz in die Statistiken gucken. Wir haben bis jetzt hier ein einziges Secret gefunden. Secrets könnten überall sein. Da haben wir die Abkürzung gefunden. Was ist hier drin? Auf jeden Fall ein Knopf, von dem ich nicht weiß, was er tut. Kohle. Okay. War das alles? Ja gut, damit können wir jetzt den
Boiler anheizen. Der hier, wo war der? Ach, hier am Eingang war er, genau. Mann, und ich muss mich wirklich an den ganzen Orten hier noch wieder nach irgendwelchen Secrets umsehen, die weiß Gott, wo es sein könnten. Weil hier in der Kiste habe ich die Blowtorch gefunden gehabt, ja. Also nicht, dass ich mich da ja jetzt noch erinnern könnte nach der letzten Aufnahme-Session. Das weiß ich, weil ich da die andere Blowtorch reingelegt habe. Also ja, wie gesagt, Secrets könnten überall sein hier. Teilweise ja auch wieder an gemeinen Stellen versteckt. So wie eine Etage höher der Feuerballfalle. Oder zum Beispiel auch in dieser Ecke hier. Ja, hier ist was runtergebrochen gewesen, genau. Hier war auch nur was Basic-mäßiges drin. Hier ist kein Knopf oder ähnliches. Und hier ist auch nur die Druckplatte, die wir auch schon betätigt hatten, genau. Und da geht's hoch. Also ja, ich muss hier Kohle einlegen. This should create enough steam pressure for the forge press upstairs. Ah. Gut, ich habe schon mal die Forge eingeschalten. Also die Presse oben. Dafür fehlt uns ja immer noch das Material zum einen. Ja, das hier hatte ich auch schon aktiviert. Von hier aus bin ich ja gekommen und habe die Kiste in die Lücke geschoben. Ich gucke mich jetzt in Ruhe nochmal um, ob ich irgendwo Secrets sehe oder übersehen habe, halt einfach mal. Und dann muss ich mal gucken, wie ich durch die Flammen durchkomme. Ja, hier ist das große Rad. Das habe ich schon geleert. Da ist nichts Besonderes mehr. Hier habe ich nur ein besseres Schild gefunden gehabt. Und damit mache ich nur die Tür hier zu. Ja, und das hier war der Druckraum, also wo das Wasser eingelassen wird für den Boiler.
Gut, ich war immer noch nicht hier. Ich könnte hier runterfallen, ne? Das würde mich aber höchstwahrscheinlich umbringen, oder? Ja. Und ansonsten ist hier nichts, nein. Also der Raum sieht auch sauber aus, in Anführungszeichen. So, dann haben wir immer noch das hier. Au. Okay, ich hoffe mal nicht, dass das wieder aufgeht. Au. Ja, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, hier zu viele Lebenspunkte zu verschwenden. Uff. Das war haarscharf. Mhm. Das auch. Ah. Uff. Da habe ich jetzt gerade gut blocken können, hä? Ingots, die brauche ich. Und Fading Star. Today I met Mrs. Page, the brilliant scientist. The star on the team and whose reputation precedes her. But to be honest, I'm disappointed. She looks diminished, haggard, and nothing like the bright expert everyone was making her out to be. Although it was a brief meeting, I picked up a few facts, thanks to my superior deduction prowess. Firstly, she does not govern the research. On the contrary, she only has a minor supporting role. This seems really strange given her qualification level and expertise. In my understanding, and from what Laura Reich was saying, she simply does not live up to her reputation. Perhaps she spent too much time writing books instead of some real work in the field. Researching Fumium is seriously demanding. Secondly, she despises me, and I kind of get that. While her star is quickly fading, mine is on the rise. Never mind, though. We have Laura, and I'm sure she can take Paige's place and excel in both research and leadership. Let the old lady handle the tubes. Mann, was für ein Mistkerl. Au. Ja. Und ich hoffe einfach mal nicht, dass da noch was drin ist, was wichtig für uns wäre. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt war. Ich kann mich hier dann nochmal umschauen. Ob ich hier irgendwo noch ein Secret oder so finde. Das ist nur der Türöffner und Schließer, ja. Weil das hier bietet sich auch gut für Secrets an. Ja, genau. Es könnte nämlich auch sein, dass hier wieder
was gewesen wäre, ist aber nichts gewesen. Gut. Ich muss ja auch zugeben, Secrets hier zu erkennen ist teilweise nicht so einfach. Die komischen Ventile zum Beispiel da oben, also ein Stockwerk höher in der letzten Aufnahmesession. Die waren wirklich reiner Zufall. Dass ich die gefunden hatte. Das macht nur da wieder auf. Nö. Kann ich da was drauf werfen? Kann ich zwar, aber bringt mir nichts. Ich habe es jedenfalls geschafft, jetzt diese Schleuse so kaputt zu machen, dass ich sie jederzeit auf und zu kriege. Also beide Richtungen. Okay. Das heißt, der Bereich hier wäre auch mehr oder weniger abgeschlossen. Wo könnten hier noch Secrets verborgen sein? Das ist ja furchtbar, ey. Okay, hier kann ich nichts runterschmeißen. Hier war ich bereits drin, aber... Vertraue irgendwie dieser Stelle hier nicht so ganz. Aber nee. Da ist auch nichts. Und ja, ich möchte 100% machen. Auf jeden Fall. Damit mache ich hier nur auf und zu und das war's hier drin schon. Und das hier sagt, hier sind 4 Secrets drin. Also auf dieser Ebene.